prima, was in der dritten Welt passiert. Dann die Sache mit dem Klima und die Schiedsrichter geschmiert. Im Radio läuft nur Radiopop, ich bin fast nie zu Haus. So Fulltime ist mein Fulltime-Job, aber ich halt das aus. Denn ich steh total auf Schmerztabletten, die kleinen, die großen, die dünnen, die fetten Schmerztabletten, sag mir, was würden wir machen, wenn die nicht hätten Schmerztabletten. Au, 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 au. Jeden Morgen steh ich auf, geh ins Bad und hol mir erstmal aus dem Schrank ne Paracetamol, dann zum Mittagessen ne Ibuprofen und dann noch ein bisschen Morphium vorm Schlafen gehen. Die andere macht mich munter, die nächste putscht mich hoch und die letzte holt mich runter. Ja, ich steh total auf Schmerztabletten, die kleinen, die großen, die dünnen, die fetten Schmerztabletten, sag mir, was würden wir machen, wenn die dich hätten, Schmerztabletten. Au, 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 au. Stellt mich ruhig und macht mich fertig, der Schmerz ist groß und allgegenwärtig. Aber zum Glück gibt's neue Mittel, die die Schmerzen so stark dämpfen. Da will man nicht mal mehr die Ursachen bekämpfen. Und du, fühlst du noch was oder stehst auch du unter Hypnose? Die Leute stehen schon Schlange für die nächste Vollnarkose. Denn auch sie stehen total auf Schmerztabletten. Der Welt. Wir sind flexibel und belastbar, dann Schmerztabletten. Ich geh in die Apotheke und bestell noch zwei Paletten. Da sagt der Apotheker, du, ich möchte wetten, das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Schmerztabletten, dann wird auf jedem Grabstein noch eine Inschrift angebracht. Hier ruht einer von vielen, er hat nie Ärger gemacht.